Das bimaxilläre Advancement mit Rotation der Kiefer gegen den Uhrzeigersinn ist die einzige kausale Therapie der obstruktiven Schlafapnoe. In der Operation werden die Kiefer durch ein skeletales Lifting mittels Piezochirurgie nach vorne verlagert und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Diese Methode erreicht die maximal mögliche Erweiterung der Atemwege, die besonders bei schwergradiger Schlafapnoe unbedingt notwendig ist. Durch die Vorbewegung der Kiefer wird auch die Zunge, die am Unterkiefer angewachsen ist, weiter nach vorne positioniert. Das Ergebnis ist eine Vergrößerung des Abstands zwischen Zungenrund und Rachenvorderwand. Die neu positionierten Kiefer werden anschließend mit Mini-Platten und Schrauben fixiert. Nach etwa 8 bis 10 Wochen sind die Kiefer wieder formstabil und belastbar. Der Patient erfährt durch den Eingriff in die Knochenstruktur eine dauerhafte Erweiterung seiner Atemwege. Schlafbezogene Atmungsstörungen sind nun nicht mehr möglich. Der Patient ist für immer von Schlafapnoe geheilt. Eine Überdruckbeatmungstherapie ist nicht mehr notwendig. Das Schnarchen gehört der Vergangenheit an und der Patient profitiert von einer deutlich gesteigerten körperlichen wie geistigen Leistungsfähigkeit.